Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, was ein bisschen blöd war, weil eigentlich sind wir jetzt schon im nächsten Thema drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja am Laufen und komme hier nicht voran. Das ist ganz toll. Ach so, ich wollte auch noch gucken, warum ist das jetzt hier so dunkel? Ich wollte noch mal eben gucken, ob wir hier eigentlich alles gemacht hatten, bevor ich das jetzt wieder vergesse. So, hier kommen wir. Kommen wir da runter? Moment, da ist was. Was ist das? Ich kann es nicht jetzt. Neue Kameraskin. Ah, okay. Damit hätte sich die Frage dann erledigt, weil wir kommen hier unten nicht weiter. Okay, in die andere Richtung sind wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gegangen. Es wäre nur schön, wenn ich was sehen würde, weil die Sonne irgendwie so dermaßen gerade mein Gesicht scheint. Ich hoffe, das war jetzt ein Flieger und nicht dieser Panzer, den wir beim letzten Mal gesehen haben. Ich kann hier gerade nichts sehen. So, wenn ich jetzt hier runterkomme, dann können wir noch mal die süßen Tiere hier. Was? Oh nein. Nein, meine süßen Ziegen. Ihr Schweine. Was ist mit meinen Häschen? Meine Häschen. Meine Häschen sind ausgeflogen. Oder die wurden schon geschlachtet. Ich weiß nicht. Oder die hatten Freigang. Eins von beiden. Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Ihr Schweine. Ihr habt unser Vieh getötet. Oh mein Gott. Ja, doch, das sind die Flieger. Man kann es jetzt oben sehen. Da kann man nicht wirklich reingucken. Bertha, nicht auch du. Sie scheint mit einem Messer geschlachtet worden zu sein. Ob uns jemand bedroht? Ich sag doch Bertha. Ja, viel erkennen kann man jetzt nicht. Wahrscheinlich haben sie es absichtlich so gemacht. Was ist das denn hier? Das hatte ich eben auch noch gesehen. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Was? Wer könnte das getan haben? Was hatten diese armen Kreaturen mit all dem zu tun? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Unser Generator ist am Rauchen. Ach du Scheiße. Haben sie den auch kaputt gemacht? Die Schweine, die haben unsere Tiere getötet. Das waren bestimmt die von der Hitlerseuche. Telegraph. Da hinten sehe ich noch was. Der Telegraph muss in einer dieser Kisten versteckt sein. Ja, dann lass mich die doch durchsuchen. Ich muss Oh mein jede Gott. Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Achso, damit kann ich die oben auswählen. Okay. Ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, die Stadt brennt. Das war das, was man davor machen soll. Haben wir hier ein Die? Nee, ne? Wir haben nur Stadt und brennt, habe ich schon gesehen. Aber die sehe ich nicht. Dann nehmen wir Stadt. Komm, geh einfach nach oben. Wieso kommt der jetzt nicht da rein? Wieso kann ich nicht auf Brennt jetzt? Stadt. Oh, sende mindestens 7 Wörter. Stadt brennt. Was hatte sie jetzt gesagt? Panzer. Dass der Panzer auf der Straße fährt, hat sie, glaube ich, gesagt. Und irgendwas mit dem Haus.
Dann schreiben wir mal. Wo ist denn hier? Haben wir hier nicht Panzer? Doch, da. Panzer. Fahren haben wir hier nicht. Straße haben wir hier aber. Panzerstraße. Und ich glaube irgendwie in der Nähe vom Haus, ne? Wir haben jetzt 4. Nähe. Haus ist hier links. Nähe Haus. Senden. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ach so, wir hatten nur 6 Wörter, ne? Ah, okay, over, over. Wo ist over? Also bestätigen habe ich gefunden, aber ein over sehe ich nicht. Soll ich dann... Moment, Ende habe ich aber... Ich habe... Achso, damit fange ich auch gerade an. Moment, ich habe ein Ende oben und ein Ende unten. Probieren wir erstmal das obere Ende. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Das letzte Wort entfernen. Da müssen wir das andere Ende mal probieren. Ist natürlich die Frage, ob die jetzt mit Ende dann auch beendet. kurz drücken, um einen Punkt... Ist das euer Ernst? Das muss ich jetzt auch noch selber machen. Ach du Scheiße. Okay. Mist. Ich habe die Länge des Tons falsch eingeschätzt. Ich versuche dieses Wort noch einmal von vorne. Nein, habe ich nicht. Es sind 2 kleine. Sag ich doch. Wie lange muss ich denn zwischen den Wörtern warten, wenn die das nicht hinkriegt? Okay. Mich würde ja mal interessieren, ob das tatsächlich das echte Morse-Alphabet ist, weil da habe ich hier nämlich auf jeden Fall noch einen Zettel zu liegen. Dann könnte man das mal ausprobieren. Das würde mich wirklich mal interessieren, aber den finde ich jetzt auf die Schnelle natürlich auch nicht. Okay. Boah. Was? Oh, und ich kriege auch noch sofort Antwort. Muss ich das jetzt übersetzen oder was? Wenn Straße brennt, bitte löschen. Ach nee, Stadt brennt, hatten wir geschrieben. Schreibt er hier einen ganzen Roman oder schreibt er mir hier gerade seine Einkaufsliste? Hallo? Wollt ihr mich hier verarschen? Ist das echt euer Ernst? Euer letztes Wort. Ich habe gerade unten das letzte Wort entfernen gelesen. Das soll ich jetzt übersetzen, oder was? Habt ihr sie noch alle? Oh mein Gott. Folge den Punkten oder Strichen, um den richtigen Buchstaben zu erhalten. Also wir fangen mit Punkten an. 1, 2, 3. Das wäre ein S. Und dann Strichpunkt SM. Kann das sein? Haben wir ein SM? Nee, haben wir gar nicht drin.
Oh mein Gott. Wie soll ich denn da bitte herausfinden? Also, drei Punkte würde für mich heißen, es ist 1, 2, 3, dass es das S ist. Und ein Strich und ein Punkt. Ach so, Moment. SN ist das dann. Ich habe zwei Striche gemacht. Okay, SN, das würde heißen erhalten. Erhalten. Dann, oh mein Gott, wieder ein S, das hatten wir ja eben schon. Und dann Punkt. Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt. Da würde man aufs E, aufs A und aufs R gehen. Also S, R und drei Punkte und ein Strich. Eins, zwei, drei und ein Strich. S, R, V. Erhalten Bedarf. Vermutlich, ich habe keine Ahnung. Strich, Punkt, Punkt. Strich, Punkt, Punkt ist ein D. Ich sollte mir das vielleicht nebenbei aufschreiben hier. Punkt, Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Punkt, Strich, Punkt. DF. DFS. Gibt's das? DFS abwehrend. Okay. Oh, komm. Geh doch einfach. Kann man das auch? Ach, das kann man auch hier mitmachen. Okay. Das ist einfacher, als wenn ich das mit dem Stick mache, weil der macht ja, was er will. Dann haben wir Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt E, Strich A, Punkt, Punkt wäre dann L. L und Strich, Punkt, LN. Leitung. Erhalten Bedarf, abwehrend Leitung. Hä? Was? Dann haben wir... Strich, Strich, also M. Punkt, Strich, Strich, M. Punkt, Strich, Strich. Nee, nicht M. Punkt, Strich, Strich, Punkt. Also MP. MPP. MPP wäre dann Karte. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Das hört sich alles so komisch an. Dann haben wir Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt ist ein L. Drei Punkte LS, Strichpunkt, 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 LSC. L, ach, direkt über mir. Aufbrechen, Karte aufbrechen. Okay, wir brechen die Karte auf. Drei Punkte, Strich, 1, 2, 3, Strich, das wäre dann V. Strichpunkt, Strichpunkt, VC, VCN. VCN kenne ich. Okay. Na, Karte aufbrechen. Na, oh Gott, ich verstehe ja kein Wort. Das, der Punkt ist ein einzelnes, glaube ich. Ne? Das wäre dann E. Strich, Punkt, Punkt, ED. Punkt, Punkt, Strich, Punkt, EDF. EDF, Gebäude. Na, Gebäude. Oh Gott. Punkt. Strich, Punkt, Punkt ist L. L, N. L, N. L, N, G. Ich wollte schon mit freundlichen Grüßen sagen, aber... L, N, G neben. Gebäude neben. Punkt, Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Punkt, Strich, Punkt. Ist ein F. F-I. Punkt, Punkt, Strich. F-I-U. Das wäre dann der Fluss. Und Punkt, Strich ist ein A. Punkt, Strich, Punkt. A-R. Achso, Ende. Ja. Das ist aber das andere Ende. Wieso durfte ich das Ende dann nicht nehmen? Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Ach so. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters.
Das war jetzt aber nicht euer Ernst mit diesem Ding. Also ich hab's dann doch verstanden, wie es funktioniert. Aber das ist ja Wahnsinn hier. Also ich würde aber, bevor wir zum Arbeitszimmer gehen, gerne nochmal kurz... Waren wir hier eigentlich schon mal? Bin mir nicht sicher. Gerne nochmal kurz in den Wald reingehen. Weil... Ja, ja, da ist das Arbeitszimmer. Das ist mir schon klar. Wo sind wir denn noch nicht gewesen? Das da oben sieht mir... Das könnte eine Hütte sein. Eventuell das hier. Da müsste ich links abbiegen. Weil den Weg da unten runter, den bin ich ja schon komplett abgelaufen. Das ist ja der Fluss, das ist ja kein Weg. Wobei, da können wir auch nochmal links rein in so eine Sackgasse. Da müssten wir auch gleich nochmal gucken. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich bei den Errungenschaften mal geguckt habe, wie viele wir bisher eigentlich schon geschafft haben. Und dann, hier ist das, ne? Sind das zwei Wege? Führt das hier nur zurück? Nee, das ist nur so ein Aussichtspunkt. Okay. Und da war ja eine Errungenschaft. Hier war das. Da war ja eine Errungenschaft. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Der Flieger hat mich jetzt wieder komplett... Ach so, da war eine Errungenschaft, dass man eine Hütte im Wald finden soll. Was ist denn das für ein Kreuz? Okay, das fotografieren wir einfach mal. So, benutze die Kamera. Ja. Warum ist das hier so hell? Das ist ja geil. Habe ich hier... Ach, ich habe hier eine Blende drin. Wenn es draußen sonnig oder drinnen hell ist. Gute Schärfe. Benötigt aber viel Licht. Ja, merke ich gerade nichts von... Bleibst du mal stehen hier? So, Einstellungsfeld. Ja, die Schärfe... ist immer noch so ein bisschen... Da wird's unscharf, ne? Ja, dann lieber so unendlich. Ich mach mal... Keine Ahnung, ob das jetzt was wird, aber das ist ja im Endeffekt nur ein Bild für uns. Hallo? Was habe ich denn da eingestellt, dass der so lange braucht? Ich wollte auch mal probieren... andere Filter zu benutzen. Die Herrscherin. Okay. Was ist das? Die Herrscherin. Für schattige Außenbereiche. Oh, wow. Wow. Das ist sehr grobkörnig, aber das macht es auf jeden Fall heller. Ich will mir die nämlich mal angucken. So ein... Oh, das sieht gar nicht gut aus. Aber da knipsen wir einfach mal. Ach, die Herrscherin könnte vielleicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Infrarotfilm hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Aber vielleicht finden wir hier auch was mit dem Infrarotfilm. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht finden wir ja noch irgendein Geheimnis oder sowas, wenn wir das entwickeln. Man weiß es ja nicht. Das war der Blitz, den haben wir auf jeden Fall schon mal benutzt. Makroobjektiv, das wollte ich auch schon mal. Grünfilter? Ne, erstmal Makro, würde ich sagen. Also Makro ist in dem Fall jetzt einfach nur dieses Ranzoomen. Ja gut, was ist ein Makroobjektiv? Im Prinzip ist es das ja. Dann schauen wir hier mal eben, wenn wir das ein bisschen verändern. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Brennweite. Nee, wir sind jetzt da. Makro hatten wir aber gerade. Brennweite. Das ist dann quasi, wenn man ganz weit weg geht. Oh.
Ja, das. Das sieht schon cool aus, ja. Jetzt haben wir nochmal ein grün, blaues noch dabei. Aber ein grünes haben wir auch noch, habe ich gesehen, ne? Genau, erstmal den Gelbfilter. Der Gelbfilter, der nimmt gar nicht so viel hier. So, die zwei, die probieren wir jetzt auch nochmal eben aus. Grünfilter. Sieht so ein bisschen Outlast-mäßig aus, oder? Oh, wir haben die Gerechtigkeit freigeschaltet als Errungenschaft. Was ist das? Orangefilter hatten wir auch noch nicht. So, jetzt haben wir mal alles durchprobiert. Einfach mal so. Jetzt können wir das schließen. Aber das ist echt dunkel. Ich sehe hier quasi gar nichts. Das ist aber nicht das, was ich auf der Karte gesehen habe, oder? Nee, das ist links von mir. Also quasi hier wieder zurück. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht. Aber meine Augen sind gut, ne? Das ist so dunkel. Eigentlich hätte ich das gar nicht sehen dürfen. Hier war es, glaube ich, ne? Macht das hier so einen Schwenker? Da blinkt was. Oh ja. Was ist das? Das war früher nicht da. Bleib doch mal stehen. Wie komme ich da rein? Ein anderer Eingang vielleicht? So, ich habe bei mir jetzt erstmal die Roller ein bisschen runter gemacht, weil sonst sehe ich hier gar nichts, wenn das so dunkel ist. Ja, wie kommt man da rein? Das wird bestimmt auch noch wichtig sein. Hier kann man rüber. Aber das sieht mir nicht nach Eingang aus hier. Aber hier ist ja auch sonst nichts in der Ecke, ne? Was ist da oben? Oh, was ist das? Okay. Warum ist das auf meiner Karte? Und was ist das? Das ist doch sicher der Friedhof, wo wir hin müssen. Okay. Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir da vorne noch mal gucken in dieser Sackgasse. Also hier müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir da doch noch einen Eingang finden. Und da vorne auf der... Obwohl, Moment. Kann man hier... Was ist denn hier oben, dieses Viereck auf dem See? Also zum einen, das würde mich mal interessieren und zum anderen, kann man hier vielleicht irgendwie mit dem Boot reinfahren oder ist das zu eng? Dass man von hier vielleicht irgendwie einen Eingang findet? Ich gehe jetzt erstmal Richtung Wasser. Moment. Das will ich jetzt wissen. Ich meine, so ein bisschen erkunden, ne? Das muss ja auch dabei sein. Vielleicht finden wir jetzt nichts. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finden wir aber doch was. So, jetzt ist der Eingang auf der anderen Seite, oder? Moment, wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken. Doch, ich gehe jetzt richtig. Genau, meine ich doch. Okay, dann gehen wir nämlich hier wieder zurück und gehen den normalen Weg runter. Jetzt ist hier auch noch mal ein kleiner Weg. Ist das ein kleiner Weg oder ist das ein normaler? Ne, das ist ein normaler Weg, ne, zum See. Wir müssen uns quasi jetzt hier links halten. Wo waren das jetzt? Ach so, das war erst über der Brücke. Okay, also links, rechts und dann die nächste links. Okay. Ich bin übrigens schon am Laufen. Also ich kann leider nicht schneller. Dann hier gleich rechts und die nächste links. Oh, Moment. Hallöchen. Wo kommst du jetzt her?
Moment, dich müssen wir aber auch mal eben fotografieren. Mit dem Infrarot. Wer weiß, ob wir da nicht vielleicht noch andere Geister finden oder so. Man weiß es ja nicht. Hat der jetzt hier noch andere Sachen drin? Das ist so hell irgendwie. Infrarot. Sehr lange Belichtungszeit. Ja, ja, das ist dann halt so. Kann ich mich... Ich wollte eigentlich fragen, ob ich mich ein bisschen dahin bewegen kann, aber... Dahin wird es unscharf, ne? Okay. Mach mal einfach mal ein Bild. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da mal was drauf erkennen oder so. Wäre natürlich cool. Vielleicht ist das auch einfach jetzt nur von mir gut gedacht, aber schlecht gemacht. Man weiß es nicht. Moment, jetzt bin ich hier am Wasser. Jetzt bin ich gerade... Muss ich wieder zurücklaufen und dann nach rechts, rechts. Vielleicht ist dann da hinten rechts auch noch ein Grab. Das könnte natürlich sein. Da müssten wir vielleicht auf dem Rückweg mal kurz gucken. Also, erstmal hier rüber. So. Und dann hatten wir gesagt... Wenn das so einen Schwenker nach links macht, muss ich rechts abbiegen. Aber ich glaube, da bin ich jetzt schon dran vorbei, oder? Hier komme ich nicht rum. Warum muss das so dunkel sein? Moment, hier komme ich doch aber schon wieder... Bleib doch mal stehen. Nee, das war hinter mir. Hinter mir und dann so eine kleine Gasse so rein. Oh, das ist so dunkel, hier sieht man aber auch nichts. Geht je, ne? Oder? Was ist das? Als Rache packt das unterdrückte Volk den Schlechter an der Kehle. Adolf Hitler. Kommunistische Partei Italiens. Vergeltung für Lapo. Hallo, wieso komme ich hier nicht wieder raus? Jetzt... Vergeltung für Labo. Okay, das können wir auch mal mit fotografieren. Nutze die Kamera. Ich mache jetzt einfach alles in Infrarot, weil, wie gesagt, es könnte ja mal sein... auslösen, zack. Es könnte ja mal sein, dass man vielleicht irgendwo noch Geister sieht oder sowas. Ich denke mal eher nicht, aber man weiß es halt nicht, ne? So, der war fertig. Achso, ich muss gedrückt halten. So, dann allerdings noch die eine kleine Sache, wenn ich schon mal hier bin, dass ich mal eben mit dem Bötchen herumfahren möchte und mal gucken möchte, was dieses komische Dreieck da, Viereck da hinten war. Da sind wir, glaube ich, runtergerannt, oder? Ja, da unten ist der Steg, genau. Was bist du eigentlich? Achso, du bist das von der Kamera, ne? Genau. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu fotografieren. Oder ist das das Haus da hinten? Moment. Das könnte das Haus sein, eventuell, oder? Obwohl, nee, ich gucke ja eigentlich zur anderen Seite. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Ich bin neugierig. Das ist im Moment keine gute Idee. Nein, komm. Wieso darf ich jetzt nicht mehr fahren? Och, ihr blöden Männer, ehrlich. Ach, nee, ich laufe jetzt hier falsch, oder? Moment. Hilfe, ich finde den Weg nicht mehr. Ich bin doch hier. Ich finde den Weg gerade wirklich nicht mehr. Da ist der Weg, oder? Und dann hier rechts hoch, genau. Ich sage, es ist so dunkel. Das ist nur eine Treppe, okay. Obwohl, nur eine Treppe? Ja, aber da geht es nicht wirklich hoch.
Nee, da ist irgendwie Erdrutsch oder sowas gewesen, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit... Sag mal, können wir eigentlich nicht... Natürlich können wir jetzt das Feuerzeug nicht benutzen. Ach, Leute, es ist so dunkel hier im Wald, ja? Ich sehe hier überhaupt nichts mehr, was vor mir passiert. Vielleicht liegt es auch an der Einstellung, keine Ahnung. Und ihr macht mir das alles hier total... Ich darf kein Feuerzeug benutzen. Ich würde ja von mir aus die Kamera immer wieder blitzen lassen, aber das funktioniert ja auch nicht. Passiert hier jetzt irgendwas Großes oder warum hakt das so? Ne, ich denke mal, das hat nur mit dem Update heute zu tun, oder? Also tut mir wirklich leid, ich hätte es auch gerne vor dem Update am liebsten durchgespielt, aber ich muss es auf mindestens 2 Tage aufteilen. Dann hätten wir jetzt das Problem nicht. Moment, hier ist auch wieder so ein Ausblick. Bin ich denn jetzt? Nee, das ist der normale Weg, oder? Wenn ich zurückgehe, ist das immer seltsam. Da denke ich immer, ich laufe falsch rum. Okay, die Frage ist jetzt, wir hatten ja ganz am Anfang... Das ist jetzt hinter uns. Moment. Nee, das ist aber das. Da waren wir schon. Gut, dann brauchen wir da auch nicht mehr rum. Es sei denn, ich rede jetzt wieder Quatsch. Ich bin mir nicht sicher. So, aber wir haben schon mal viel gemacht. Wir haben die Sache mit dem Sendemast gemacht. Wir müssen irgendwas bei Vater noch finden. Eine Karte, glaube ich, war das. Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr rein? Da ist aber ein Schlüssel dran, ne? Den ich aber nicht benutzen kann. Hä? Wieso komme ich jetzt von der Seite nicht mehr da rein? Was soll der Quatsch? Komme ich da aber nicht hoch, oder? Doch, da ist eine Treppe. So. Ist das normal, dass die Schaukel so hin und her sich bewegt? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge mal gucken, was das da mit der Schaukel auf sich hat. Da müssen wir noch die Karte abfotografieren. Dann Don Attilio anrufen. Okay, warum das? Ich weiß es nicht. Der Film im Kleid. Entwickle das Foto. Ich hatte vergessen, dass ich eine Filmrolle in diesem Kleid hatte. Vielleicht wurde der Moment von Marthas Ermordung darauf festgehalten. In welchem Kleid? In meinem Kleid? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber dann würde ich sagen, dann gucken wir da auf jeden Fall auch nochmal nach, ob oben in einem Kleid noch was ist. Dann müssen wir noch anrufen und da müssen wir noch die Karte fotografieren. Lass dich nicht beunruhigen. Ja, die Gotenstellung weiß ich jetzt nicht genau, was das jetzt ist. Ach so, das ist das hier. Die Karte zu fotografieren. Also, okay, wir müssen den Film entwickeln und die Karte abfotografieren. Stimmt, wir haben immer noch nicht den Schlüssel gefunden. Wo der ist, weiß ich auch nicht. Ich habe diesen Zettel unter Mamas Sachen gefunden. Gehe zum Friedhof. Ach, das muss ich ja auch noch machen. Ach, so viel zu tun, so wenig Zeit. Also ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal, was das da hinten mit der Schaukel auf sich hat. Bleibst du jetzt stehen? Und gehen danach aber erstmal kurz zum Friedhof, bevor wir dann mit der Geschichte weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.